Also, noch einmal. Thema: Heute ist ja Playoff Teil 0 Aste. Besser gesagt, Teil 0 Dämpf. Sie hat fertig. Aber naja, aber wie der Dämpf hat verdient, erstmal Startup Dion nach Dämpf. Wunderbare Playoff-Fight. Dämpf hat das auch verdient. Und ich finde, das hat. Ich habe ja auf Instagram schon ein paar Mal gepostet, es wird vermutlich der Dämpf nicht. Es ist nicht so schlimm, wir müssen nicht los anerkennen, dass Albat bald die Späte wirklich gefaltet. Aber der Snow hat der beste Playoff gespielt, weil schon seit Jahren nicht mehr so viel gefightet hat. Naja, nein, ist halt schon, wie es ist. Aber Jungs, ich muss ehrlich sagen. Jungs, Leiters hat jetzt die Chance, im Playoff-Finale zu kommen. Wenn ihr den gewinnt, dann könnt ihr da wirklich realisieren. Wird schwierig, weil FHD ist so besser, aber naja. Unmöglich ist es jetzt nicht. Unmöglich ist es nicht. Also, für mich dann klar, habe ich auch gesagt, ja, EVT gewinnt. Ich muss ja tippen, weil es wäre ja unlogisch, wenn ich jetzt für Leiters tippen würde, obwohl ich dann klar für Leiters bin. Weil ich eigentlich finde, dass der Marc am Anfang schon gute Arbeit macht und was mit industriellen Möglichkeiten haben, eigentlich viel aufmachen. Weil, also, die Welt ist ja nicht alles ein Beweis, dass es stimmt. Ist. Und ich habe ja ein bisschen das Spiel echt geschaut. Der EVT hat eigentlich überrascht. Es ist genau schon die wie der Lugano. Der stimmt ist. Als Team zusammenspielt. Den könnt ihr Meister werden. Den wisst ihr, weiß ich auch, das kann Meister sein. Aber natürlich, ich würde jetzt sagen, das wird schwierig. Also EVD ist besser, ist auch dann klar, auch dann die Team ist besser. Muss ich leider noch schaden. Aber mal wieder, was passiert? No. Und ja, der Hype von Leiters Fans, wir haben voll viele Nachrichten, die da, ja, jetzt wird ihr gewendet. Ich glaube das auch, weil im Moment ist jetzt für Leiters statt für EVD, weil EVD müssen eigentlich die eine Schlussmasse. Und, aber jetzt bedanke ich mich, wir haben auch schon sehr ihr gewendet. Ich habe echt in die Heimtour nur gewendet. Ja, wir können ja noch das alles wenden. Aber nicht zu wollen sein. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, dass das Dämpf wirklich verdient hat, im Finale zu kommen. Und liebe Ursula Dämpf. Und ich muss jetzt wirklich nicht los anerkennen, Dämpf hat besser gespielt in diesen drei Spielen. Und ich muss sagen, dass EVD echt ist. Der erste Spiel, der hat auch nicht gedacht. Der hat keine Chance. Das Spiel 2 schon, der hat auch nicht gedacht. Das wird aber noch knapp bei ihr und auch bestätigt und gelegt. Aber in der Heim würde ich es beiden dünnen. EVD und Leiters sind für mich eigentlich. Aber klar, Leiters ist für mich. Die Heimaseite wird wie auch nicht gedacht, das wird passen, da der Lugano hint wirklich durchgespielt. Und bin ich überrascht, wie die überhaupt gespielt haben. Habe ich nicht so gedacht. Ja, erste Mal habe ich 4-0 für Lugano getippt. Ein bisschen Hose dran. Aber Lugano hat nicht gepasst, die Saison auch mal wieder. Es ist typisch Lugano.
die können also es nicht im Playoff gewinnen. Und ich glaube, auch EVT wird kalt und jetzt wird auch Tablet. Und dann wird das auch noch vermüllen. Ich habe das Gefühl, dass EVT ist nicht eine Playoff-Mannschaft. Es ist auch keine Meistermannschaft noch. Und es fehlt immer noch viel. Naja, mal schauen, was passiert dann da unten. Oh Jungs, es muss jetzt nehmen. Ich will. Ich könnte mal sagen, was ich will. Ich habe so viel Nachrichten bekommen. Estanis wieder wie ein Teil ist. 4000, 5000 Kommentare bekommen. Ja, Leute, es wird jetzt schaffen. Ich glaube das auch. Aber mal schauen, was passiert. Jetzt ist wieder fertig. Ja, jetzt habt ihr Beweis. Ja, alles klar. Easy. Also eben noch einmal dort Thema Playoff. Also aber wenn so viele verletzte Spieler da, ich muss sagen, dass aber wie wird auch noch den Toronto sagen. Ja, das ist so, müssen so kommen. Es ist auch so. Ehrlich gesagt, die Hälfte der Mannschaft fehlt. Und ich muss ehrlich sagen, dass das ist halt so. Schau, das Fühlen ist eigentlich Nummer 1. Und das ist halt so. Und schau, das Fühlen fehlt auch. Leider ist halt immer die Effektivität anfällt. Leider. Aber naja, was willst du machen? Der nächste Jahr wird es mir am meisten. Ja, vermutlich schon. Aber das ist jetzt bald die letzte Saison. Und egal was jetzt passiert, egal wie jetzt Meister wird, Dampf, Letters oder EVT, die haben verdient. Weil die haben hart gearbeitet im Playoff und ja, es ist so. Dort muss ich es jetzt sagen. Ja, dann würde ich jetzt alle verdient haben. Aber ich würde sagen, Leiter hat jetzt wirklich ein Spiel unten. In dort unten. Und die wissen jetzt auch in dort unten kann gewinnen. Also, wir haben ja bedanklich Lugano auch erste Bild schlatter. Also, eben. Was kann alles bewerten? Eine CI. Da Lugano so gut gespielt hat. Hat wirklich, ich hätte nicht gedacht, als dieser Stefan. Aber, also mal ehrlich gesagt, Claude ist ja auch verdient, nicht aufsteigen. Er ist mal auch da, hier und aus Asia. Modern hat auch dann die Klarheit, dass halt Playoffs mit Ubi sind. Aber naja, so halt die Hälfte fehlt von der Mannschaft. Nein, muss er halt die Hände verdient. Also, seht ihr. Also. So, jetzt schmutzlich wieder alle Viertelstunde Keller. So, dann kann ich auch mal aufstellen. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, erst ja nicht so viele Kommentare bekommen, wieder wie 4000 Kommentare in einem Video, habe ich überhaupt nicht mehr. Bin ich wieder wie bis am Morgen viele alle Kommentare durchlesen zu und alles in diesem dass jetzt EVT wird erst das Spiel verlieren. Ich finde das auch, EVT hat jetzt nicht verdient, weil die haben auch scheiße gespielt. Allo, dammt.
Also es ist leider auch bei Dieterste öfters so die Saison in Hallenstadion, haben mir Scheiße gespielt. Und hätte dann auch nicht verdient, Meister werden. Wenn ihr ja wieder wird, ihn einsetzen würde, 2 Millionen Bitte, aber 300 Millionen. Aber was passiert? Die 200 Millionen Mannschaft spielt Scheiße. Aber Jungs, was willst du jetzt machen? Nein, aber ich sage, erstens habe ich auf den Winter, hoffe, der Winter jetzt auch wieder durchkommt. Ich muss nachher gut lesen, was es so hat. Aber ja, das. Also, Jungs, das ist es mein Statement-Video bei. Es ist halt so, wie es ist. Ich kann nicht auch nicht mehr machen. Und schau, er ist der 11. Mann von Peter Schoenfeld. Ich bin zweieinhalb Linien oder zwei Linien, der zweite Linie fehlt. Und stammt ohne, das wird halt nichts. Ich habe ja darauf gedacht, dass dann ich dann Lausanne wird etwas, aber naja, Lausanne hat ja auch nicht durchgespielt. Lausanne hat mich enttäuscht in den Playoff. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Auf Instagram. Und Dennis Maldin hat ja dann auch gedacht, dass ich Titi teilt. Ja, also liebe Jungs am Modern, wenn das Video da. Und liebe Jungs am Maldin, wenn ihr das Video denkt, ich sehe viele Abonnenten und viele Spieler vom TTSD hin. Wir sind ja auch auf YouTube abonniert. Und natürlich habe ich auch jetzt noch und da, die haben jetzt dann klar, dass das all jetzt wirklich scheiße gelaufen ist. Naja, es ist halt passiert, was passiert ist. Naja. Also, ciao dann. Ich sehe essen und ich mal ein Like, ein Abo drum. Ciao dann.